Zeitreisen, das ist das Thema, über das wir heute reden müssen. Ich frage euch, was würdet ihr machen, wenn ihr durch die Zeit reisen könntet? Ich sage euch, was ich machen würde, wenn ich durch die Zeit reisen könnte. Und ja, wenn es Zeitreisen wirklich gibt, muss es da nicht irgendwo Zeitreisende geben? Und ich sag's euch, ja, ich kenne einen. Ja, ich kenne einen. Und damit meine ich nicht diese komischen Videos von Mythenakte, Top-Welt-Creepypasta-Punch. Das ist immer ganz interessant, das ist immer ganz gute Unterhaltung. Aber das ist ja alles, ne, an den Haaren herbeigezogen. Wenn da einer im Pulli mit so einer Digicam und Sonnenbrille in der Menschenmasse steht, der fällt da auf. Aber das ist kein Indiz für Zeitreisen, wie ich finde. Und auch dieser komische, war es ein Russe, glaube ich, der da in 1950er Kleidung in der Gegenwart aufgetaucht ist und verwirrt war. Das ist alles so ein bisschen shady. Ich sag euch, in was für eine Zeitlinie wir leben. Und ihr werdet sehen. Aber erstmal geht die Frage raus. Wirklich, jetzt macht euch mal Gedanken. Wenn ihr Zeitreisen könntet, wenn so ein Flaschengeist kommt, der aber nicht sagt, du hast jetzt drei Wünsche frei, sondern du kannst einmal Zeitreisen. Wohin du willst, das musst du überlegen. So, und dann findet es statt, wann auch immer du Bock hast. Wann geht's los? Werdet ihr überhaupt Zeitreisen? Oder sagt ihr euch so, nee, ich will da bleiben, wo ich bin. Ich hab alles so, wie ich will. Hier wird sich nichts ändern. Und wir reden nicht davon, dass du irgendwie zu den Dinos reisen sollst oder in die ferne Zukunft. Also ich meine, wenn du irgendwie immer zurückreisen könntest, das wäre natürlich die eine Sache. Ne? Aber selbst da musst du natürlich aufpassen, gerade in der Vergangenheit, wenn du bei den Dinos auf irgendeinen komischen Käfer trittst, hat das einen Schmetterlingseffekt und das ist eine ganz andere Zivilisation oder was. Ihr kennt das aus Zurück in die Zukunft, die Thematik. Nee. Wenn man eine einmalige Zeitreise machen könnte, ne? Wohin des Wegs? Mit eurem jetzigen Kenntnisstand, mit eurem jetzigen Körper. Ich sag mal so, ich, ne? Ich bin jetzt 21 Jahre alt. Markus, du bist auf 34. Nein, ich bin 21 Jahre alt, ich bin 1989 geboren, okay? Und wenn ich jetzt eine Reise machen könnte, ich glaube, ich würde reisen in die 80er Jahre. Einfach mal ein bisschen in die Disco mit Afro und dann Pac-Man spielen. Nein, darum geht's mir nicht. Ich habe andere Beweggründe. Ja, im Ernst, was würde ich tun? Also zum einen ist natürlich wichtig zu klären, dann würde ich den Flaschengeist fragen, Freundchen, darf ich denn darüber reden? Ne? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Spielregel ist, dass du keinem in der Vergangenheit oder Zukunft erzählen darfst, dass du ein Zeitreisender bist. Wenn doch, dann habe ich einen ganz klaren Plan. Das habe ich mir oft im Kopf durchgespielt. Also manchmal lege ich mich ins Bett und denke noch über die komischsten Sachen nach. Und nicht nur einmal habe ich darüber nachgedacht, wie es wäre, in verschiedene Zeiten zu reisen. Und Sachen zu verändern. Zum Beispiel, eine ganz klare Thematik, ich würde in die 80er Jahre reisen, so 1985, wo ich noch nicht geboren bin. Aber meine Omi und Opa haben halt da schon gewohnt, wo meine Oma jetzt noch wohnt. Und meine Mutter, Onkel und Tante sind halt noch Teenies. So, und da würde ich hingehen und ich weiß so ganz genau, dass mein Opa, selbst wenn ich da sonntags als fremder Mann vor der Haustür klingeln würde und sagen würde, hier, wegen ihrer Firma, mein lieber Herr, dann würde er mich reinlassen, mit mir quatschen. Gar keine Problematik. Das ist nicht wie heute, wo du Angst haben musst, wenn du irgendeinen in die Wohnung lässt. Ne? Und dann müsste ich natürlich meiner Family oder erstmal meine Omi, Opa unter vier Augen, unter sechs Augen erklären oder beweisen, wer ich bin. Dass ich der noch ungeborene Enkel aus der Zukunft bin. Wie beweise ich das? Ja. Es gibt eine ähnliche Situation, das wirkt jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich erzähle es einfach mal. Und zwar hat mein Opa mir auch erzählt, dass mein Uropa, der Vater von meinem Opa, ja, der wurde 1944 in den Zweiten Weltkrieg einberufen. Als wohlhabender Bauer hat er sich lange gesträubt, aber dann wurden ja, war das der Volkssturm oder was? Da wurden dann nochmal Leute mobilisiert, 1944, und eben auch mein Uropa und sein jüngerer Bruder, die wurden dann mit in den Krieg geschickt an die Ostfront und da war er weg, ne? Und zu Hause blieben Frau und die vier Kinder, unter anderem meinem Opa, ja, und ja, dann sind die Tage und Jahre ins Land gezogen. Selbst als der Krieg vorbei war, wusste noch keiner, wo er steckt. Aber es kamen immer die Kriegsrückkehrer und die haben Unterschlupf gesucht, ne? Die wollten ein Dach über dem Kopf, die wollten was zu essen haben. Haben dann viele gesagt, ich war mit ihrem Mann zusammen an der Ostfront und so. Aber um das zu beweisen, ne, hat sich meine Uroma was ausgedacht. Hat sich nämlich viele verschiedene Fotos, ja, organisiert anscheinend von vielen verschiedenen Soldaten. Und hat die alle auf den Tisch gelegt. Und wenn derjenige, der behauptet, wirklich mit meinem Uropa in Gefangenschaft gewesen zu sein, wenn das der Realität entspricht, dann müsste er die Person erkennen.
Ne? Da müsste er meinen Uropa erkennen auf dem Foto und drauf zeigen. Und da kamen halt wirklich manche, die einfach behauptet haben und wollten da Zuflucht haben. Und es war halt nicht, war nicht die Wahrheit. Bis eines Tages ein Herr erschien, der genau sagen konnte, wer davon der Uropa ist. Der wusste dann auch, wie die Pferde mit Namen heißen. Der wusste, wie der Hund mit Namen heißt und so weiter. Also da war wirklich einer, der mit meinem Uropa in russischer Gefangenschaft war. Das war nämlich, ne, an der Ostfront, die wurden gefangen genommen und dann in Kiew, war das schon Sowjetunion? Auf jeden Fall war es in Kiew, in der heutigen Ukraine. Da russische Gefangenschaft wurde zu Tode gearbeitet und deswegen 1944 da auch schon verstorben. Er musste dann viele Jahre später tatsächlich, also, ja, was ist viele Jahre später, weiß nicht wie viel, aber 40er oder 50er, Ende der 40er, Anfang der 50er, hat auf jeden Fall die Botschaft überbracht und alle saßen am Tisch und haben geweint und so, hat mein Opa erzählt, ne, dass die Botschaft eben kam, aber der jüngere Bruder von meinem Uropa, der kehrte tatsächlich zurück und hat bis 1999 gelebt, ohne Beine, war im Rollstuhl ohne Beine, so, ja. So, das auf jeden Fall, das fand ich immer interessant, das hat mein Opa mir erzählt. Und deswegen würde ich als Zeitreisender, wenn ich nach 1985 reisen würde, dem das erzählen. Weil das kann ja kaum jemand wissen, was mein Opa mir erzählt hat, wie was meine Uroma damals gemacht hat. Versteht ihr meinen Punkt? Dann würde ich sagen, du hast mir das erzählt. Und ich würde auch andere Sachen sagen, ne, was er in seiner Kindheit gemacht hat. Wobei das alles nur zurückzuführen wäre darauf. Dann würde ich halt meine Oma konfrontieren mit Sachen, die sie mir erzählt hat. Irgendwann müssen sie es mir glauben. So, und ob sie mir glauben oder nicht, dass ich ein zeitreisender Enkel bin aus der Zukunft, ja? Da werden natürlich die Fragen, wie sieht denn die Zukunft aus? Im Vergleich zu 1985. Gibt's jetzt fliegende Autos oder was? Ja, denen dann das Internet zu erklären und Social Media wird schwierig, ne? Das wird tatsächlich schwierig. Am einfachsten wäre vermutlich dann auch quasi Handys zu erklären, ne? Dass jeder ein drahtlos, schnurlos Telefon hat, einstecken überall. Schwierig, ne? Wie man die Gegenwart erklärt. Aber wenn man sich da zusammensetzt und jetzt nicht wie ich hier zwischen Tür und Angel, während ich Mario Kart spiele, das versucht zu erklären, sondern in ein paar Stunden zusammen an Tisch sitzen, ne? Ja, würde ich die aufklären? Würden die mich aufnehmen? Ich glaube doch, ich glaube, die würden mich tatsächlich aufnehmen, wenn ich sagen würde, ich bin der Engel. Ich würde es jetzt nicht meiner Mutter sagen, sonst werde ich vielleicht nicht geboren. Das ist immer die andere Frage. Das würde ich auch mit dem Flaschengeist vorab klären. Kann ich meine eigene Geburt eigentlich noch verhindern oder bin ich jetzt einfach da? Logisch wäre eigentlich, wenn ich trotzdem da bleibe, oder? Egal. Und dann, was machen wir? Was machen wir jetzt mit dem neu gewonnenen Wissen? Ich bin ja jetzt 1985, was ist mein Ziel? Was ist mein Ziel, was ist meine Bestimmung? Also ich wollte ja erstmal ein Dach über dem Kopf haben. Ne? Ich bin ja dann, wenn ich irgendwie die Zeitreise noch 1985, bin ich ja erstmal obdachlos so quasi. Und deswegen würde ich da unterkommen bei meiner Family, I guess. Ja, ich sag's euch ganz ehrlich. So prinzipiell kannst du natürlich dir alles, was mit Arbeit und Geld zu tun hat, von der Backe schwatzen, indem du einfach alles weißt. Sprich, alleine Aktien, Freunde. Jetzt mal unabhängig 85, aber wenn du zum Beispiel wüsstest, guck mal, Nokia-Aktien. Nokia, als Handys neu kamen im Jahr, also den Hype hatten mit Nokia 3310 und so im Jahr 2000 rum. Ja, vorher Aktien kaufen und dann, wenn die ihr hoch haben, so 2003, 2004, verkaufen, bevor die abstürzen. Oder du kaufst ganz billig, ganz früh Amazon-Aktien, als sie noch im Bücherversand waren. Und dann würden die gigantisches Internet-Versandhaus und dann verkaufst du die wieder. Grandios. Wie wär's mit Google-Aktien? Ja, nicht, ne? Und so alles Mögliche. Du kannst auch Apple-Aktien kaufen oder Microsoft-Aktien. Nintendo ist schwierig, Nintendo war ja schon damals, ja, doch, also 85 ist noch früh genug. Aber Nintendo steigt nur ganz langsam an. So zum Beispiel. Ne? Dass du einfach weißt, wo sind die Trends, wo sind sie nicht. Okay, machen wir noch schnelleres Geld. Wie wär's mit Fußballwetten? 1986, Argentinien wird Weltmeister. 3:2 gegen Deutschland im Finale. Tor durch Maradona. Also selbst wenn ich es mir nicht berufen könnte, Scheiße, da steht ja 1985 und denke so, warum geht mein Handy nicht? Warum habe ich hier kein Internet? Was sind mobile Daten? Was ist denn hier los? Ja, vieles weiß ich ja auswendig. 1990, Deutschland wird Weltmeister, 1:0 gegen Argentinien im Finale. Und so weiter. Da kannst du dir Fußball wetten, Alter.
Mach's auf dicke Hose, Freundchen. Das geht. Also, wenn du mit dem heutigen Wissen in die Vergangenheit reist, dir fallen schon ein paar Sachen ein. Am besten googelst du, bevor du in die Zeitreise machst, nur ein paar Lottozahlen. Und lernst die auswendig. An einem bestimmten Datum. Dann machen wir das doch erstmal so, ne? Selbst wenn du nicht ein Blatt Papier mitnehmen kannst, dann machst du einen auswendig, ne? 8, 21, 42. Doch irgendwas wird sich da finden. So, ich habe das immer nur grob karikatiert, weil ich mir denke, ja gut, ich habe jetzt keinen Flaschengeist gerade übrig. Solche Sachen. Ich habe ja schon mal, wenn ich Bock und Zeit hätte, würde ich ein Buch schreiben. Ich würde ein Buch schreiben darüber, wie ich Zeitreisen, würde ich dann ausschmücken im Detail. Freundchen. Nicht, dass es genug Medien schon gäbe mit Zeitreisenstoff, ne? Aber ich finde sowas finde ich halt auch immer interessant. Irgendwelche Filme oder so, gerade so mit so Lebensentscheidungen etc. Da gibt es einige. Das Thema fasziniert mich schon immer. Okay, was dann? Ne? Dann kann ich meine Familie quasi mit Aktien und mit Fußballwetten und mit Lotto gewinnen. Kann ich die alle dazu bringen, ihr Leben zu genießen und ein bisschen in Saus und Braus zu leben. Aber jetzt gehen wir mal weiter und sagen, du hast schon unendlich Ressourcen. Du hast halt keine Geldsorgen mehr. Du kannst leben, wie du willst. Du hast vielleicht schon ein schönes Häuschen mit Pool. So. Was machen wir dann? Was ist Ziel? Ne? Was ist dein Lebensziel, wenn du eben diese Möglichkeit hast? Magos, was würdest du gerne tun, wenn du alles machen könntest? Was ist denn dein Ziel? Und deswegen 1985. Ich kann 1995 auch hingehen und Fußballwetten machen und sagen 1996 mit Deutschland Europameister. Ne? Mit Golden Goal von Oliver Bierhoff. Zack. Aber warum 85? Ich habe Ziele. Wisst ihr, was ich echt gerne hätte in meinem Leben? Und was ich wirklich traurig finde, dass es unrealistisch ist. Und jetzt, wenn ich es erzähle, werdet ihr sagen, das ist nicht realistisch. Markus, erfüll dir deinen Traum! Das ist unrealistisch. Wegen dem Zeitgeist. Früher wäre das gegangen, heute geht's nicht mehr. Ich hätte gerne einen Gaming-Laden. Ja, ich hätte gerne einen Gaming-Laden, wo die Leute reingehen und sich die neuesten Super Nintendo-Hits kaufen. Oder die neuesten Mega Drive-Spiele. Aber das ist heute unrealistisch. 2024 GameStop. GameStop ist nicht, also ist die größte Kette von all denen. Die ganzen kleinen Märkte sind natürlich schon längst platt. Aber GameStop allein, diese riesige Kette, hat nur bis jetzt überlebt, zu meiner Verwunderung, weil die auf einmal angefangen haben, im großen Stile Merch anzubieten und Funko Pop und natürlich Guthaben. Also diese ursprüngliche Markt, der da entstand, ne, wegen ne, Neukauf oder auch Gebrauchtkauf etc., ihr kennt die GameStop-Thematik, das ist in sich zusammengebrochen. Wie gesagt, wenn du heute reingehst, ist interessant, weil die haben da irgendwelche Plüschis, die haben da Merchandise ohne Ende, das ist quasi ein Nerdladen geworden, mehr oder weniger. Das ist ganz interessant, aber so einen richtigen Gaming-Laden, ne, Bruder, das hätte ich gern. Aber, wo will ich meinen Gaming-Laden hinhaben? Ich will ein Riesengebäude, wo im Erdgeschoss mein Gaming-Laden ist und auf den oberen Etagen, da wohne ich im großen Stile. Und wo? Jetzt sage ich euch meine verrücktesten, krankesten Gedanken, die ich jemals hatte. Passt auf. Ich hätte gerne, weißt du, früher, wir als Jugendliche auch, wir sind in Darmstadt an den Luisenplatz, das ist quasi so dieses Stadtzentrum, die Stadtmitte. Da steht der lange Louis, das ist so eine Riesensäule, das symbolisiert quasi die Stadtmitte. Und da sind ein paar Gebäude drumherum, zum Beispiel das Luisen Center. Da ist halt immer noch der GameStop auch drin zum Beispiel. Der hieß früher anders. Und da ist, Klamotten, Handyverträge, Brezeln. alles da drin. Halt die Fußgängerzone. Hübsch, hübsch. Und da sind wir früher hin. Und die Jugendlichen, ach, war das schön. So, wenn man jetzt die anderen Ecken anguckt, ne, vom Luisenplatz, ne, also an vier Himmelsrichtungen. Ne, eine Ecke, das ist voll mit Cafés. Die andere Ecke ist, da ist eine Postbank, glaube ich, und eine Sparkasse, Sparkassenzentrum ist da. Und da ist auch Starbucks jetzt, ne, und so ein Bäcker, so ein Fertigbäcker. Na gut, Starbucks war da früher, ich weiß gar nicht, was da früher drin war, egal. Aber es gibt eine ganz andere Ecke, da vom langen Louis, da ist nichts los. Ne, die ist unbelebt, das ist leer, obwohl da ein Riesengebäude steht. Also direkt gegenüber vom Luisenplatz, da ist so ein schöner Springbrunnen und so weiter. Also auf beiden Seiten ist ein Springbrunnen. So, und eine Seite ist super belebt, da sind Straßenbahnhaltestellen und so. Und die andere Seite ist totleer, obwohl da ein Riesengebäude steht. Was ist das? Ich habe mich irgendwann mal gefragt, was ist denn das? Das Ding nennt sich das Kollegiengebäude, ja?
Und da ist nichts los. Manchmal stehen da ein paar Taxis davor, ne? Wenn du ein Taxi brauchst, davor steht was, weil da steht ja sonst nichts. Und das wurde ursprünglich gebaut, 1700 noch was, von irgendeinem Franz Ludwig. Ne? Schön, war so eine Art Stadthaus, super wichtig, in der Stadtmitte, ganz zentral gelegen. Und das wurde natürlich auch im Zweiten Weltkrieg zerbombt und zerstört. Ne? Also war die Brandnacht in Darmstadt, auch 1944, verrückt. Da schließt sich ein Kreis. Da wurde fast alles zerstört, außer der Weiße Turm. Der hat irgendwie überlebt, wie durch ein Wunder. Und dann wurde es halt in den 50er Jahren wurde es neu aufgebaut. Originalgetreu, so wie es vorher ausgesehen hat. Offenbar im selben Stil oder so. Ist ein großes Gebäude. Und ich habe mich schon immer gefragt, was ist da eigentlich? Das hat halt so Stadthauscharakter. Da sind so ein paar Büromenschen drin. Also ich sag mal, nicht mal der Oberbürgermeister oder so ist da drin. Die sind ja nebenan. Neben dem Luisencenter ist so ein ganz kleiner, so ein 2 Meter breiter Eingang. Da hockt der Oberbürgermeister drin so. Und das Kollegiengebäude, ja, da ist tote Hose, ne? Und ich bin natürlich ein, ja, wie soll man es nennen? Ich bin natürlich wirtschaftlich, sag ich mal, oben auf. Ich bin natürlich, oder mal Kapitalist. Nein, ich hätte tatsächlich, was ich machen würde, pass auf, ich bin jetzt also 1986, 87, bin Multimillionär geworden durch meine Zeitreisenhandlungen. Und dann gehe ich hin und sag den Leuten, den Darmstädtern, ich will das haben. Ich will dieses Gebäude haben. Und wenn die mir dann ankommen und sagen, naja, den brauchen wir doch für unsere Büro, für Stadthaussachen. Dann sag ich, ey, Freunde, ich baue dir ein komplett neues Riesending irgendwie am Stadtrand oder im Industriegebiet. Ein paar Straßen weiter, ist mir egal. Aber ich will dieses Gebäude. Ich biete dir Millionen. So viel Millionen, bis der ja sagt. Und wenn ich es auf Pump machen muss, selbst als zeitreisender Millionär. Ich will dieses Stadthaus haben. Ich will dieses Gebäude einfach. Das wurde jetzt auch restauriert vor ein paar Jahren. Das heißt, damals war es wohl noch im Schuss. Und was mache ich da rein? Also ich kann vielleicht mal ein Foto einblenden, wenn ich es nicht vergesse, wenn ich gut bin. So sieht das aus. Und da werden wir auch da ein reges Treiben vorfinden, Freunde. Ich werde dafür sorgen, dass da auch was los ist. Dass da vor dem Springbrunnen, da unten ins Erdgeschoss kommt dann mein Gamingladen rein. Das, ja, so wird's gemacht. Das machen wir, da kommt ein Gamingladen rein. Da tun wir auch gerne die Wände so ein bisschen aufhämmern und dann machen wir so einfach Schaufenster draus. Dann können die Leute gucken und da lasse ich irgendwelche klobigen Fernseher laufen, wo die ganze Zeit Mario World und Sonic 1 läuft, selbst sonntags, ne? Damit die Leute wissen, ey, das ist der Gaming-Laden. Also Video-Telespiele. Das sind die Telespiele. Da mal einen fetzigen Schriftzug dran und da, Freunde. Und dann bin ich schon da und sag euch, das NES ist der heiße Scheiß. Wenn ihr wollt, kriegt ihr auch einen Mega Drive und den ganzen Rest könnt ihr in der Pfeife rauchen. So. Amiga, muss das sein? Kauft ihr lieber ein NES, Freundchen? Und dann bin ich groß dabei. Wenn das Super Nintendo rauskommt und das Mega Drive. Jetzt, ihr denkt jetzt, ne, ihr schmutzelt und denkt euch so, aber das wäre mein Lebenstraum, das zu erleben. Ja, und dann eben hinzugehen und nicht ein Atari Jaguar und wie sie alle heißen, 3DO zu bestellen, sondern ich weiß dann auch, die PlayStation ist das Ding, was groß rauskommen wird. So. Der Pokémon-Hype, Freunde, 1999, 2000, ich verkaufe die Pokémon-Karten da. Und die kommen alle zu mir. Solche Sachen. Ja, und dann habe ich da eben einen Gaming-Laden im Erdgeschoss, groß ausgebaut, ne, mit modernstem Sicherheitspersonal und Kamera und geschützt und hast du nicht gesehen. Und ich bin nicht mal auf, ich bin ja schon Multimillionär, ich bin ja gar nicht aus auf finanziell durchschlagenden Erfolg. Ich will einfach nur, ich ist mein Traum. Ich will einen Gaming-Laden da haben. Vielleicht auch mit einer Gebrauchtecke oder so. Und was ich dann auch mache, ist natürlich, mir jedes, ich betone, jedes Videospiel zu holen. Dann bin ich Sammler. Freunde, aber nicht, weißt du, damals hat kein Schwein, kam damals zu Super Nintendo Zeiten auf die Idee, Spiele zu sammeln. Und heute kommen sie an und geben Millionen aus für ihr Fullset. Mach doch mal so ein Super Nintendo Fullset. Ja, prima. Weißt du, was ich mache? Ich bestelle einfach jedes, also so als Händler kannst du ja zu der damaligen Zeit jedes Spiel quasi anordern, vor allen Dingen, wenn es neu ist, ne? Manche werden nur begrenzt hergestellt und so weiter. Ich hole mir einfach jedes und werde, keine Ahnung, im Keller oder im zweiten Stock eine riesen Galerie machen mit allen Videospielen.
Ich kaufe mir nicht jedes Videospiel einmal und werde das irgendwie, wie nennt man das, folieren oder einschweißen, ne, so richtig. Ich werde das mir dreimal dahinstellen. Das klingt jetzt auch übertrieben. Eins, das ich auspacken und spielen kann. Eins, was einfach, sag ich mal, licht- und luftgeschützt in Vitrinen steht. So, also so drei hintereinander. Und dann habe ich einfach eine Wand mit allen NES-Spielen, eine Wand mit allen Gameboy-Spielen, eine Wand mit allen Sega-Spielen. Ihr seht, ich bin krank. Ne? Das ist ganz klar. Also ich wäre schon gern Sammler, aber ich kann heutzutage nicht hingehen und mir irgendwelche Spiele kaufen. Ich kriege ja nichts vollgesammelt. Und wenn ich die Chance hätte, von Anfang an dabei zu sein, dann bin ich dabei. Also erst nur, dass es 87 ist, das NES in Europa und auch in Deutschland rausgekommen. Ne? Dann bin ich direkt am Launch dabei. Ich meine, gut, es wäre vermutlich schwierig, die Leute von aus den 80ern zu überzeugen, dass ein Gaming-Markt rein soll. Vielleicht muss ich denen erstmal sagen, so, ja, also für den wirtschaftlichen Standort Darmstadt, da mache ich erstmal ein paar Waschmaschinen rein, ne, damit die Leute die Klappe halten. Ich bin Elektronikgeschäft, aber werde meinen Schwerpunkt da ganz schnell verändern auf Gaming. So mache ich das. Ja, und wenn ich das habe, was ist das nächste Ziel? Freunde, da mache ich eine Gaming-Zeitschrift. So! Da mache ich eine monatlich erscheinende Gaming-Zeitschrift. Die ganzen anderen können mich mal hier. Maniac, Video Games, Endzone. Pff, braucht ihr alle nicht. Ihr habt meine Gaming-Zeitschrift. Ich weiß auch nicht, wie die heißt. Game Master of Disaster. Irgendwie was ganz Einprägsames. Aber das ist dann die Zeitschrift. Scheiße, Computerbildspiele, Bravo Screen, von alles Amateure. Es gibt eine Zeitschrift, die kennt sich aus. Die setzt die richtigen Schwerpunkte. Die weiß, dass die PlayStation eine Sache wird. Die weiß, dass das Sega 32X kein Ding wird. Also Zeitschriften haben sich ja auch immer so ein bisschen verschätzt, ne, in den Schwerpunkten. Ich weiß genau, was hip und trendy sein wird. Da werde ich auch als Redakteur in meinen eigenen Videospielzeitschrift werde ich reinschreiben, so, und werde auch sagen, ja, so Nintendo wird sich auch in 30 Jahren noch beweisen können, mit immer neuen Ideen. Was weiß ich. Das ist mein Traum. Das würde ich halt einfach gerne tun. Wisst ihr? Und dann bin ich einfach ein national, vielleicht sogar international angesehener Gaming-Experte. Ich kann jedes Spiel. Ich meine, da habe ich auch Zeit, ne? Ich habe ja dann kein Internet, ich muss keine Let's Plays machen. Das heißt, ich nehme einfach jedes NES-Spiel. Ich spiele einfach jedes NES-Spiel durch! Da spiele ich eben nicht nur irgendwie auf dem Super Nintendo Super Metroid und Mario World, sondern spiele auch das hinterletzte Franz Jump'n'Run durch. Und schreibt dann eben in mein Heft rein, scheiß Spiel, Leute, kauft es euch nicht. Bei mir habt ihr es für 100 Mark. Ja, das ist mein Traum. Also vermutlich wird es mir dann ganz schnell langweilig und so. Und auch allein in der Innenstadt zu leben, da mache ich oben hier mit Betten und mit... Ich habe da Platz ohne Ende, ich baue mir das aus, die haben auch irgendwie hinten raus Garten und so, geil, mache ich Gärtner, damit die sich drum kümmern, weil was juckt mich der Garten so. Und wenn ich Bock habe, ne, ich stehe morgens auf, morgens um 16 Uhr stehe ich auf, dann laufe ich mal runter in meinen Gamingladen, sag zu den Leuten, die den Laden schmeißen, ne, alles gut, gut. Dann laufe ich in die Darmstädter Innenstadt zum Obstschreier, wir hatten früher so einen berühmten Obstschreier, der ist glaube ich irgendwann verstorben, der hat das Ohr abgeschrien. Kauf mir da frisches Obst, ne, und dann, das ist meine Vision. So, und meiner Family geht's gut, die sind auch alle wunderprächtig. Ja, toll, was willst du denn mehr? Gut, so muss man sich das vorstellen, so. Und was dann noch kommt, das mache ich mir dann Gedanken, wenn es soweit ist, ne. Aber vielleicht verändere ich damit auch, ne, wenn ich sage, Sega macht große Fehler und dann hört Sega das, weil ich schon so ein angesehener Gaming-Experte bin, wird Sega eben kein Sega Saturn rausbringen und sich direkt, sag ich mal, auf das Dreamcast konzentrieren und damit überzeugen, ne, oder so, was will ich. Ich gehe einfach zu Sega hin und ich werde dafür sorgen, dass Sega die große neue Nummer wird, einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Ja, dass Sonic einfach, ich werde Nintendo in die Scheiße reiten. Da gibt's nur noch Sonic und kein Mario mehr. Da wird Nintendo der Dritthersteller. Ja, vielleicht leben wir in einer Zeitlinie, wo das passiert ist. Vielleicht gibt's eine Zeitlinie, wo es andersrum ist. Wisst ihr es? So, und wenn man sich das, und ich meine genau das, durch den Kopf gehen lässt, ne? Wie meine Gedanken schweifen, ne? Was ich ausbauen würde, weil du hast ja dann alle Möglichkeiten. So, du bist super reich, du weißt, worauf es ankommt. Gibt es denn bei uns jemanden? In unserer Welt, in unserer Zeitlinie, ein Promi, der seinen extremen Reichtum nutzt, um übernatürliche Dinge zu schaffen, dann ist er der Zeitreisende. Ja, Elon Musk ist ein Zeitreisender aus der fernen Zukunft, der in unsere Zeit zurückgekehrt ist
und nur Sachen tut, von denen er weiß, die sind Impact. Freunde, wir leben in dieser beschissenen Zeitlinie, wo Twitter gekauft wurde und jetzt X heißt. In allen anderen Zeitlinien heißt es weiterhin Twitter natürlich. Was ist das denn? Ja, und der Elon Musk, der macht hier sein Tesla, der macht Elektrofahrzeuge, weil er genau weiß, das ist die Zukunft. Ich erinnere mich sehr gut an so ein Interview mit Armin Laschet. Oder die standen zusammen, was weiß ich, was Armin Laschet, ne, Kanzlerkandidat ist nicht geworden, mit Elon Musk zu tun hatte. Und der Armin Laschet sagt so, ja, also die Wissenschaft ist sich uneinig, es gibt ja auch Wasserstoffautos. Und Elon Musk reagiert, als wäre er wüsste. Er wüsste es! Man vermutlich aus dem Jahr 2050 kommt und genau weiß, Wasserstoffauto, was ein Quatsch, das wird sich niemals durchsetzen, Elektro, da fährt jeder Elektroautos. Also sagt der Elon Musk so, pff, it's a waste of time, hahaha. weißt du, das fand ich so sass. Woher weiß der das so? Also, ich sag's euch warum, weil er einfach überzeugt ist und das auf seine eigenen, weil er eben selbst das nicht vertreibt, so, aber, ne. So, und alles, was der macht, und da hat er so ambitionierte Ziele hier mit SpaceX, mit Satelliten, da will er irgendwie auf Mars oder was, Solar City, dies, das, anderes. Elon Musk hat ja auch zu tun mit PayPal und so weiter. Und dann stellt sich die Frage, was ist in die Vergangenheit? Wo war Elon Musk früher, als Kind? Der ist in Afrika aufgewachsen? Der ist irgendwie in Südafrika, soll Elon Musk aufgewachsen sein? So, dass wir es nicht nachvollziehen können, oder was? Es gibt keine Vergangenheit von Elon Musk, weil er ein verdammter Zeitreisender ist, der zu uns gekommen ist und er weiß einfach alles. Und er kauft das. Was hat er hier? Hyperloop hat er noch gemacht, von wegen die Züge und superschnelle Züge. Der macht ja auch noch andere Sachen hier. Neuralink, ja, OpenAI. Ja, OpenAI hat ja auch noch mit ihm zu tun. Solche Sachen. Was er auch halt auch macht und das bestrebt er noch weiterhin irgendwie, das nennt sich The Boring Company, also die langweilige, das langweilige Unternehmen. Aber eigentlich steht es auch für Bohrunternehmen. Das ist witzig, weil irgendwie den innenstädtischen Verkehr in Tunnelsysteme zu verlagern. So Sachen. Ja, das hat er auch. Das sind alles so Sachen, das ist Zukunftsweisen. Man könnte sagen, Elon Musk ist Visionär oder er ist einfach Zeitreisender. Wenn es halt immer nur eine Zeitlinie gibt, weißt du, warum sind nicht alle Zeitreisen? Wenn Zeitreisen möglich sind, dann kann jeder alles kaputt machen quasi. Aber deswegen gibt es ja verschiedene Paralleluniversen. Und quasi in jedem Universum, in jeder Ebene, gibt es immer nur einen Zeitreisenden. Und bei uns ist es auch nicht mal ein Millionär, der sich da mit einem riesigen Haus, mit Garten und Pool zurückzieht und sein Leben genießt in Ruhe. Sondern wir leben in einer Zeit, wo Elon Musk der Zeitreisende ist, der alles verändert und an sich reißt und einfach nur... Also er ist ja auch dumm! Sorry, aber der ist ja auch, der wirkt ja auch nicht so, als wäre der Professor des Lebens, als wäre der intelligenteste Mensch der Welt, sondern er weiß es einfach nur. Das ist der Unterschied zwischen Intelligenz und Wissen. Wisst ihr? Der weiß, Elektroautos werden sich durchsetzen, aber nicht Dings. Der weiß, Twitter ist halt auch in Zukunft eigentlich eine große Sache und wenn er das übernimmt und X nennt, dann ist es dann seine große Sache. Übrigens können wir mal drüber reden, dass Twitter total, also X total scheiße geworden ist, im Sinne von, pass auf, wenn ich früher auf Twitter irgendwie die Startseite angemacht habe, habe ich die ganzen von meinen Leuten, die ich folge, die neuesten Beiträge gesehen, die neuesten Antworten gesehen, vielleicht sogar was die liken, je nachdem wie viel los war oder so. Ne? Aber nur von den Leuten, die ich folge, das ist nicht mehr der Fall. Ich kotze so im Strahl, weil ich instinktiv immer noch auf X irgendwie auf Startseite gehe und ich kriege einfach nur Schmock angezeigt. Ja, irgendwelchen Algorithmus-Scheiß, der wie TikTok ähnlich funktioniert und versucht mir anzuzeigen, was mich interessieren könnte. Ich denke mir so, ey, ich habe doch irgendwie 60 Leute irgendwie gefolgt. Guckt, sag mir doch, was die machen. Dafür war X, dafür war Twitter noch da. Das, kennt ihr das auch auf Twitter? Das ist ja nicht mehr feierlich. Dem letzten ist mir auch bewusst geworden, so, das ist ja nicht mehr dasselbe. Warum scroll ich da überhaupt noch durch, wenn da nur Sachen sind, die mich nicht interessieren? Und nicht von den Leuten, die ich folge. Das ist zu kotzen. Du musst ja quasi auf jede Person einzeln draufklicken und so gucken, was die gepostet hat. Ansonsten ist immer nur so mittendrin so ein paar kleine Beiträge. Ja, und der macht doch jetzt auch hier XAI. Ne? Also es gibt nicht mehr OpenAI, sondern Elon Musk mal XAI. Und fragt mich nicht mehr. Und er will Schulen eröffnen und so weiter. Und natürlich Weltraumgeschichten. Also ja, man könnte sagen, Elon Musk ist Visionär. Aber ich sag so, der ist einfach Zeitreisender. Weil er ist einfach einfach ein Dulli, der Macht bekommen hat. Das ist halt wirklich die Wahrheit. Jetzt sag doch mal ernsthaft. Jetzt erzählt mir nicht, der Markus redet Scheiße. Da ist doch was dahinter. Seid mal open. Hier, I want to believe. Zeitreisen gibt's, aber nur Einbahnstraße. Und so wie ich in die, es gibt eine Zeitlinie, wo ich zurückreise. Ich habe im Darmstädter Luisenplatz in dem Kollegiengebäude habe ich einen riesen Gaming-Markt drin seit 1985
Und deswegen ist auch 2024 immer noch, ist ja, ich bin ja Weltmonopol dann geworden. Es gibt ja nur eine Videospielzeitschrift auf der Welt, die wird auch international übersetzt. Ich bin auch der einzige Verkäufer. Also vermutlich verkaufen die ganzen Nintendo und so, Sega, Sony auch gar nicht mehr selbst, sondern es läuft alles über mich. So läuft das. Und ich sag denen halt auch, was die machen sollen. Wenn ich sag, bring mal das und das Spiel raus, da gibt's halt schon Donkey Kong Country 18. So, das ist dann halt so. Weil ich habe das doch gesagt, ich bin ja die Gaming-Prominenz, ich bin ja der Game-Master. So sieht's halt aus. So, und diese Timeline gibt es. Und ich habe natürlich 800.000 Filialen auf der Welt, aber die Hauptfiliale ist halt in Darmstadt am Luisenplatz. Und das ist die Timeline, gibt's, aber wir sind leider in der Timeline, wo Elon Musk halt seine Macht nutzt, um Spaß zu haben. So, im Prinzip. Ja. Das wollte ich euch sagen. Also, Freunde, was würdet ihr machen, wenn ihr Zeitreisen könntet? Würdet ihr wirklich da bleiben, wo ihr seid? Oder würdet ihr Fehler der Vergangenheit bereinen? Würdet ihr vielleicht, es gibt sogar Herzerwärmende, also muss ja jeder selbst wissen. Vielleicht gibt man nur ein paar Jahre zurück, um vielleicht eine berufliche Entscheidung oder eine Entscheidung in der Liebe, in der Beziehung zu revidieren, rückgängig zu machen. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass Leute sowas bewegt. Vielleicht kleinere Sachen. Oder würdet ihr euch, ja, schwierig, ne? Also da lassen die Gedanken einfach auch ein spielen, so. Und deswegen spielt mit euren Gedanken in den Kommentaren. Ich danke für die Aufmerksamkeit und schön, dass wir drüber geredet haben. Ja. Euer Game Master. Daumen hoch und bis dann. Und ich werde Let's Play, ich werde der einzige Let's Player sein in meiner Timeline, ganz klar, weil ich halt auch sage, also ich weiß, ich bin ja auch Tag 1 von YouTube bin ich da und lade den ersten Part hoch, weil ich bin der Game Master. Und da werden halt alle sagen, weil das der Game Master ist, darf nur der Let's Plays machen. Und dann mache ich euch die Let's Plays. Stellt euch einfach vor, wir sind in dieser Zeitebene und vergöttert mich dementsprechend. Daumen. Bis dann und ciao.